Was sind die besten Anime-Studios? Die stelle ich dir heute vor, gleich nach dem Intro. Anime-Studios produzieren unsere geliebten Serien und Filme. Und manchmal, da erkennt man sie auch wieder. Man wundert sich, während man einen Anime schaut. Sieht das nicht so aus wie bei der anderen Serie? Und wenn man nachschaut, dann kommen sie oft vom selben Studio. Natürlich sind auch die Leute sehr wichtig, die bei der Serie mitgearbeitet haben. Doch manche Studios haben über die Jahre eine Identität entwickelt. Man erkennt sie wieder. Und deswegen stelle ich dir heute meine Top 10 Anime-Studios vor. Und empfehle dann auch immer kurz die besten Serien des Studios. Beginnen wir aber nun mit der Liste. Und zwar mit Platz 10, nämlich JC Staff. Dieses Studio ist eigentlich für seine durchgehend gute Qualität bekannt. So haben sie uns auch einige Klassiker geliefert, wie zum Beispiel Toradora oder auch Danmachi. Sie haben über die Jahre auch schon echt einen riesigen Katalog angehäuft. So gibt es das Studio schon seit 1986, hat also eine lange Geschichte. In den letzten Jahren gab es jedoch zwei Ausrutscher, nämlich die zweite Staffel von One Punch Man und Staffel 3 von Day of Life. Die sahen ja leider echt nicht so gut aus. Jedoch lag dies nicht daran, dass die Qualität gesunken ist. Das Studio hat sich scheinbar einfach zu viel vorgenommen, weswegen auch ein geplanter Film um ein ganzes Jahr verschoben werden musste, was schon echt ziemlich ungewöhnlich ist. Nun haben sie sich aber scheinbar wieder gefangen, denn die letzten Anime sehen erwartungsgemäß gut aus. Man kann sich also wieder bedenkenlos freuen, wenn ein Anime von dem Studio kommt. Weiter geht's mit Platz 9, und zwar A1 Pictures. Dieses Studio ist noch relativ neu, so wurde es erst 2005 gegründet. Trotzdem haben sie sich schnell einen Namen gemacht und sind mit für die beliebtesten Titel zuständig gewesen. Ihr seht es ja gerade selbst. Sword Art Online, Your Lie in April, Anohana, Kaguya-sama, Love is War und so weiter und so fort. Sie sind scheinbar echt am Puls der Zeit. Wenn ein Anime von A1 Pictures kommt, ist er meist recht beliebt. Jedoch variieren auch viele Anime stark. Sie haben also nicht unbedingt eine feste Identität und holen sich gerne freie Mitarbeiter für ihre Anime heran. Trotzdem, das meiste, was sie anfassen, wird zu Gold und bringt einen Haufen Geld ein. Weiter geht's mit dem nächsten Studio. Und das sollte hoffentlich auch allen bekannt sein, nämlich Studio Bones. Das ist etwas älter. So wurde es im Jahre 1998 gegründet, ist also schon 22 Jahre alt. Bei Bones kann man sagen, wer coole Action-Anime mag, ist hier genau richtig. Da sehen die Kämpfe einfach grandios aus. Gerade My Hero Academia und Brotherhood sind extrem beliebt. Aber auch Mob Psycho und Darker Than Black sind schon jetzt Klassiker. Natürlich gibt es bei ihnen nicht nur Action. So haben sie auch den Krimi Gothic produziert, sowie die Romanze Die rothaarige Schneeprinzessin. Aber auch dort glänzen sie. Vielleicht erkennt man nicht sofort, dass eine Serie von Studio Bones kommt. Doch man kann diesem Studio blind vertrauen. Wenn man ein Anime von ihnen nicht mag, liegt es an der Geschichte oder an den Charakteren, aber sicherlich nicht an den Animationen. Kommen wir nun zum nächsten Studio, und zwar Production IG. Die sind ähnlich wie JC Staff schon etwas älter. So wurde das Studio 1987 gegründet. Doch sie arbeiten auch noch heute an sehr beliebten Anime mit. Zum Beispiel waren sie bei der Produktion von Attack on Titan mit dabei. Besonders aber Psycho Pass lässt die Sci-Fi-Fans aufhorchen. Dieser Krimi gehört sicherlich zu den besten des Genres, zumindest Staffel 1. Aber auch die Nachfolgestaffeln sind noch recht gut. Doch auch Sport können sie. Aktuell sind sie ja für Haikyuu bekannt. Dieser Volleyball-Anime sieht einfach spitze aus. Was natürlich gerade für die Spiele wichtig ist. Wenn Hinata zum Sprint ansetzt und dann springt, muss das einfach cool aussehen. Außerdem haben sie noch Kuroko no Basket produziert. Der sieht ja auch hammermäßig aus. Leider hat der es jedoch nie zu uns geschafft, was schon echt schade ist. Doch auch hier darf man sich nicht täuschen lassen. Sie können auch die seichten Töne anspielen und eben eine zuckersüße Romanze erzählen. Wie zum Beispiel in Kimi ni Todoke oder auch in Blue Spring White. Auch ein Studio, dem man eigentlich immer vertrauen kann. Kommen wir nun aber zu einem Studio mit einer wirklich eigenen Handschrift. Da erkennt man sehr schnell, von welchem der Anime ist. Und zwar Kyoto Anime. Die sind bekannt für Klassiker wie A Silent Voice oder auch Clannad, wo wir alle bei der zweiten Staffel geweint haben. Zumindest hoffe ich das doch. Viel lustiger war dagegen Chunibyo. Deutlich aktueller ist Violet Evergarden. Und den haben wahrscheinlich auch die meisten gesehen. Ist auch kein Wunder. Wurde exklusiv auf Netflix veröffentlicht. Wer also Animationen in Hochglanz sehen will, sollte dort mal reinschauen. Da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Man könnte sogar sagen, dass sie die besten Animationen machen. Und dies kommt nicht von ungefähr.
ungefähr, denn sie nehmen sich für eine Serie auch immer viel Zeit und sind auch für ihr gutes Arbeitsklima bekannt. Warum ist das Studio also nicht auf Platz 1? Nun, das hat einen einfachen Grund. Ich mag nur wenige Anime von dem Studio so richtig. Oder um es genauer zu sagen, nur wenige Serien sind herausragend. Zumindest für meinen Geschmack. Denn viele Anime von Kyoto Animation sind eher ruhiger. Oft handeln sie von dem Alltag der Charaktere, mit einer Prise Romanze. Natürlich haben sie auch den ein oder anderen Action-Anime produziert. Zum Beispiel Kyokai no Kanata. Aber der hat mich von der Geschichte nicht richtig gefesselt. Gut ist er. Besonders die Animationen sind herausragend. Aber eben kein Meisterwerk durch und durch. Deswegen ist Kyoto Animation bei mir auf Platz 6. Wenn man aber gerade diese Slice-of-Life-Anime mag, ist man bei dem Studio genau richtig. Ist halt am Ende wie immer Geschmackssache. Deutlich mehr gefällt mir dann wieder das nächste Studio. Und zwar Studio Trigger. Das ist jedoch noch recht jung. So wurde es erst im Jahre 2011 gegründet. Doch schon jetzt haben sie sich eine eigene Identität erarbeitet. Einen Trigger-Anime erkennt man eigentlich sehr schnell. Mein Lieblings-Anime von ihnen ist Kill la Kill. Bei der Serie stimmt einfach alles. Die Action, die Charaktere, aber auch die Musik. Die ist so gut, dass man sie sich auch nach dem Anime anhört. Und ich rede hier nicht nur vom Opening. Der neueste Streich von ihnen ist BNA, also Brand New Animal. Den gibt es ab dem 30. Juni 2020 auf Netflix. Und was ich bisher gehört habe, war nur positiv. Sollte also schnell wieder ein Klassiker werden. Leider haben sie halt wirklich noch nicht so viele Anime produziert. Sie haben jedoch auch an Darling in the Franxx mitgearbeitet. Zusammen mit A1 Pictures. Und den kennt ja hoffentlich jeder. Weiter geht's mit Studio Cheft. Und das ist eines der wenigen Studios, was vielleicht manche nicht mögen. Denn die haben eine ziemlich spezielle Animationsweise. Besonders in der nun riesigen Monogatari-Reihe kommt die zum Vorschein. So bestehen die Folgen meist aus sehr langen Gesprächen. Wie will man das nur als Anime umsetzen? Das hat sich auch der Autor gefragt. Doch dann kam Studio Cheft. Und die haben es irgendwie hinbekommen. Indem sie zum Beispiel regelmäßig die Kameraperspektive ändern. Oder ausgefallene Bilder verwenden. Hier und da sogar von echten Menschen. Man muss jedoch bei dem Studio höllisch aufpassen, denn sie verbessern die Anime nach der TV-Ausstrahlung enorm. Also dann für die Veröffentlichung auf Blu-ray und DVD. Ich würde somit immer darauf achten, welche Version man hat. Und man sollte vielleicht lieber auf die Blu-ray warten, anstatt den Anime schon im Simulcast zu schauen. Denn dort sparen sie schon einiges weg. Weiter geht's mit dem nächsten Studio, und zwar Madhouse. Dies hat leider seine besten Zeiten hinter sich. Zwar haben sie hier und da noch ein paar Hype-Anime ausgestrahlt, wie zum Beispiel One Punch Man. Doch der ist durch ein wahres All-Star-Team entstanden, welches nicht geschlossen bei Madhouse gearbeitet hat, sondern eher von der ganzen Anime-Industrie versammelt wurde. Vor 10 oder sogar 20 Jahren war jedoch Madhouse für eins bekannt, und zwar Serien und Filme für Erwachsene. Das traf nicht nur auf die Geschichten zu, auch die Charaktere sahen älter aus. Bekannte Beispiele sind da Monster, aber auch Nana oder auch Rainbow, welcher es endlich auch zu uns geschafft hat. Leider sind viele Madhouse-Klassiker immer noch in Japan verschollen und werden vielleicht nie den Weg zu uns schaffen. Gerade weil sie auch eine etwas ältere Zielgruppe haben. Und viele Anime-Zuschauer sind am Ende des Tages dann doch eher jünger. Aktuell hat Madhouse jedoch kein wirkliches Gesicht. Außer, dass sie für Overlord bekannt sind. Aber ob ich sie dafür feiern soll, weiß ich nicht. Denn in den späteren Folgen gibt es diese Armeen in 3D. Und die sehen einfach schlecht aus. Aber naja, kommen wir zum nächsten Studio. Und zwar Ufotable. Die sind aktuell wohl jedem durch Demon Slayer bekannt geworden. Denn der sieht ja wirklich grandios aus. Besonders die Kämpfe. Aber auch die Fate-Reihe hat Aufsehen erregt. Am besten sind sie also bei einem Mix aus Action und Fantasy. Sie glänzen somit immer wieder in den Kämpfen. Ihr Katalog ist jedoch nicht gerade riesig. Was auch daran liegt, dass sie nicht so viele Anime pro Jahr produzieren. Auch wurden sie erst im Jahre 2000 gegründet. Sie sind also noch nicht so extrem alt. Bevor wir jedoch zu Platz 1 kommen, will ich noch zwei Studios erwähnen. Die haben es knapp nicht in die Liste geschafft. Der wäre zum einen Studio Sunwise. Das ist schon uralt. So wurde es im Jahre 1972 gegründet. Fast 50 Jahre alt. So ist dieses für den Klassiker Code Geass zuständig gewesen. Besonders sind sie jedoch für zwei Reihen bekannt. Einmal für das Gundam-Universum und dann auch für die Idol-Serie Love Live. Bei uns sind diese Anime eher unbeliebt. Besonders die Idol-Serien. Ich mag sie eigentlich ziemlich gerne. Auch wenn sie nicht zu meinen Favoriten zählen. Weswegen es das Studio nicht in die Top 10 geschafft hat. Auch das nächste Studio
Studio ist nicht in der Top 10, und zwar Studio Ghibli. Jedoch diesmal aus einem anderen Grund. Es wäre einfach unfair gewesen, denn Ghibli produziert halt nur Filme und die sehen meist deutlich besser aus als Serien. Ich wüsste also gar nicht, wo ich das Studio einordnen sollte, auch wenn natürlich auch ich die Ghibli-Filme mag. Kommen wir nun aber zu Platz 1, und zwar Studio Wit. Das ist auch noch recht jung. So wurde es 2012 gegründet. Aber schon jetzt haben sie sehr viele Megatitel. Allen voran Attack on Titan, aber auch Seraph of the End und Vinland Saga sind sehr beliebt. Und ja, ich weiß, manchmal wird in den Anime von ihnen viel geredet. Das machen sie, um Zeit zu sparen. Und die stecken sie dann in die Action-Szenen. Aber dafür sehen die einfach unglaublich aus. Gerade Attack on Titan ist für viele der beste Anime des Jahrzehnts. Und da sind die Action-Szenen einfach atemberaubend. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Habt ihr eigentlich ein Lieblingsstudio oder fällt euch sowas gar nicht auf? Schreibe es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt mir-Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!